zuständig für diese grandiosen Bilder, diese fantastische Übertragung, die besten Fernsehbilder weltweit. Das kann man so genau sagen, muss man sagen, und zwar nicht nur aus. Innerhalb von 24 Stunden so ein Desaster. Die lokalen Behörden empfehlen Leitungswasser auch nicht zum Kochen. Bis in den frühen Nachmittag war eine riesige Rauchwolke über Schacht Audorf bei Rendsburg zu sehen. Der Grund, ein Großbrand auf. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Bevölkerung per Katwarn-App dazu aufgerufen wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung galt bis Kiel. Es sind noch mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Ebenfalls vor Ort ist mein Kollege Carsten Salzwedel. Carsten, die Rauchentwicklung war riesig. Was ist denn passiert? Total gerne hier bei uns im Studio, aber bring doch auch mal deine Tochter mit. Und die werden wir nachher kennenlernen. Und das ist auch für dich was Besonderes, Rainer, oder? Ja. Lerne ich sie aber. Der Kandidat der UNAP löst den scheidenden Regierungschef Mark Rutte ab, der nach 14 Jahren im Amt in Den Haag der nächste NATO-Generalsekretär wird. Das passiere schon, sagt der Schienenbeauftragte der Bundesregierung. Das Land müsse seine Hausaufgaben machen. Wir hoffen, dass. It's gonna be 2-1. Es wird 2-1 ausgehen. Für Rumänien. Nein, für die Niederlande. Dann ist keine Option. Das Kaputtsparen beim Klimaschutz ist keine Option. Und das muss die Grundlage dafür sein, dass wir dann. Ein eindeutiges Anzeichen für Zerstörung. Also kann ich all diese Dinge. Ich bin damit aufgewachsen. Ist schon okay. Dann holen wir es nächste Woche einfach nach. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie es ist, wenn man eine Frau ist in diesem Beruf? Bei der traditionellen Manchester Parade zeigt der FC Flagge. Gegen Rassismus und gegen Kommerz. Für Vielfalt, Inklusion und soziale Teilhabe. Mal alles genau unter die Lupe zu nehmen. Der Ausschuss der Firmenbestechungsfälle untersucht. Ich wusste nicht, dass Lefcourt Electronics was damit zu tun hat. Nach ersten Erkenntnissen kam dieser schwarze PKW mit offenbar hohem Tempo vom Jungfernstieg ab und stieß mit dem parkenden Transporter zusammen. Das Auto